herzlich willkommen auch von mir. Einige Gesichter kenne ich. Freue ich mich, diejenigen wiederzusehen. Und ich habe ein paar Gedanken zum Thema Finanzierung mitgebracht, die ich mit Ihnen diskutieren möchte. Ich möchte aber erstmal einsteigen mit der Frage, was macht ein Startup überhaupt erfolgreich? Was muss alles gut laufen, damit das Ganze ein Erfolg werden kann? Ein Dreamteam. Ein gutes Team, bestimmt. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Was gehört noch dazu? Woran arbeiten Sie hier in den letzten Tagen? Idee, ja. Aber ein bisschen mehr ist es schon, woran gearbeitet wird. Gutes Produkt, genau. Erstmal eine gute Idee, aus der ein gutes Produkt erwachsen kann. Physisches Produkt oder was Digitales. Ein gutes Team, das dahinter steht. Was brauchen wir noch? Zeit. Zeit, genau. Ist auch schwierig manchmal. Was ist mit Zeit verknüpft? Warum hat man manchmal wenig Zeit? Ja, damit man Geld verdienen muss. Woanders. Genau, irgendwie Finanzen sind auch wichtig. Genau, um mit dem Geld dann sich vielleicht die Zeit zu kaufen, weitere Unterstützung hinzuzuziehen, Geld zu haben, um Personal zu bezahlen oder selbst Zeit zu haben, sich mit der Idee zu beschäftigen. Was gehört noch dazu? Haben wir damit alles erschlagen oder gibt es noch mehr Bereiche, die auch irgendwie gut funktionieren müssen? Investoren. Ja. Mhm. Kommen wir gleich auf die Finanzen, da spielen die Investoren bestimmt auch eine Rolle. Aber es ist ein wichtiger Punkt, soll auch meine Überleitung dann werden. Wenn wir ein Problem, ja, ein Kundenproblem, das man identifiziert und das müsste groß und bedeutsam sein. Mhm. Genau. Wir sollten uns auskennen mit dem, was wir machen. Ja. Mhm. Okay. Ja. Ja, was ist denn das Ertragsmodell? Irgendwie will ich ja meine Dienstleistung und mein Produkt auch zu Geld machen. Mhm. Ja, okay. Ich glaube, es sind schon viele wichtige Punkte und das Thema Investoren ist eben auch schon gefallen und wir haben auch darüber gesprochen, dass wir Zeit brauchen und damit Geld verknüpft ist. Also das Thema Finanzen ist auch ein wichtiger Punkt, ich möchte nicht sagen der wichtigste, aber eben auch ein wichtiger Bereich und um den soll es jetzt im Weiteren etwas gehen. Und einen kurzen Blick möchte ich noch darauf werfen, wie komplex die Zusammenhänge sind. Wir haben irgendwo eine Idee. Das wurde schon gesagt und die Idee ist dann verknüpft mit einem Prototypen erstmal, der in einem Produkt mündet. Das mag schon schwierig sein, ist schon eine harte Woche Arbeit, die da drin steckt und dann viel, viel mehr Zeit, die vielleicht auch noch investiert werden muss. Dann ist aber die Frage, wie sieht es mit der Zielgruppe aus? Haben Sie alle schon für Ihr Produkt oder Ihren Prototypen eine Zielgruppe, eine Gruppe von Personen oder Unternehmen, an die sich das Produkt oder die Dienstleistung richten soll? Was haben die Personen dieser Zielgruppe für Erwartungen? Welcher Kundennutzen steckt dahinter? Oder wenn Sie den Endkunden ansprechen, welche Erwartungen, Bedürfnisse, Defizite hat der Kunde, die ausgeglichen werden müssten? Da gibt es Beziehungen. Das Ganze wird sicherlich auch den Preis des Produktes oder Ihrer Dienstleistung beeinflussen, also Kundennutzen und Preis in enger Beziehung. Der Wettbewerb, sofern es ihn gibt, wird wahrscheinlich auch Einfluss haben auf den Preis, den Sie nehmen können, dann Ihre Kosten. Die Kosten wiederum ergeben sich aus dem Prototypen und dem Produkt und die Kosten werden Sie erwirtschaften wollen mit dem Erlös Ihrer Produkte oder Dienstleistungen. Das heißt, die Kosten sind auch Treiber für den Preis. Dann kommt der Bereich des Marketings noch dazu, auch produktabhängig. Müssen Sie sich überlegen, wie soll das Marketing gestaltet werden. Auch dort entstehen wieder Kosten. Wenn wir Marketing und Vertrieb beides verknüpfen und in eine Schublade packen, ist das auch ein großer Kostenbereich. Der Prototyp bzw. das Produkt hat auch Einfluss auf die Produktion, die wiederum die Kosten beeinflusst und auch eine Interaktion zwischen Produktion und Marketing ist gegeben. Welche Art Qualität ist mein Produkt oder die Dienstleistung? Wie kann ich das bewerben? Welche Kosten zieht das Ganze nach sich? Und das ist bestimmt nicht vollständig, soll aber zeigen, dass man wirklich viele Aspekte bedenken muss. Und das Team wurde vorhin, glaube ich, als erstes genannt. Das kann Einfluss nehmen auf all diese Zusammenhänge und dann aber auch der große Bereich der Finanzierung, denn das soll alles geplant, finanziell durchgetaktet und dann auch bezahlt werden. Das so als Hintergrund vielleicht. Ich habe
unterschiedliche Modelle, Ideen mitgebracht, um Ihnen so ein paar Impulse zum Thema Finanzierung zu geben oder auch Bewertung von Ertragsmodellen. Das Wort ist ja auch schon gefallen. Also sprich, lohnt es sich, ein Geschäftsmodell umzusetzen? Können wir damit Geld verdienen, wenn das unsere Zielsetzung ist? Sind alle hier, um Geld zu verdienen mit Ihren Ideen oder haben Sie von finanziellen Aspekten losgelöste Ideale, die Sie umsetzen wollen, die Welt besser zu machen oder sowas? Ja? Finde ich einen interessanten Ansatz. Ja, also ich mache relativ viele Projekte so im Kulturbereich und da ist es häufig diskutiert und verpönt, irgendwie Gewinne zu erwirtschaften damit. Aber Sie dürfen natürlich auf alle Fälle Ihre Kosten decken. Ne? Also die Privatentnahmen, die Sie benötigen, um Ihren eigenen Lebensunterhalt zu zahlen, das sollte auf jeden Fall gewährleistet sein, dass das funktioniert. Und darüber hinaus kann man diskutieren, ob man Gewinne erwirtschaften möchte, was nichts Negatives ist. Aber es gibt eben einige Personen, die sagen, wir wollen der Gemeinheit was Gutes tun und wir wollen, dass sich das Projekt selber trägt, dass wir es langfristig, nachhaltig etablieren können, aber Gewinne wollen wir nicht erwirtschaften. Okay, aber wenn es um Geschäftsmodelle geht, die bewertet werden sollen, kann man sich so ein Modell wie dieses anschauen. Das hat sich Alexander Graf von eTribes ausgedacht, saß hier auch mal in Kiel, hat einen ganz netten Blog, Kassenzone heißt der Blog, arbeitet so für die Otto Group und hat unterschiedliche Unternehmen schon an den Start gebracht. Und ich möchte die drei Blöcke, die hier oben mit 1 bis 3 durchnummeriert sind, einmal kurz anschauen mit Ihnen. Und das sind so Fragen, die man sich stellen soll in Bezug auf die eigene Idee oder auf das Produkt. Und sofern die mit Ja zu beantworten sind, sind das schon die ersten Signale dafür, dass die Idee vielleicht erfolgreich umgesetzt werden könnte. Is there enough money-making potential? Also hat die Idee genug Potenzial, um damit Geld zu verdienen? Das kann man vielleicht so über den Daumen entscheiden. Vielleicht finden wir nachher auch noch andere Ansatzpunkte, da zu einem Urteil zu kommen. Aber auf jeden Fall geht es zunächst um die Frage, lohnt sich das Ganze überhaupt? Habe ich das Gefühl, dass ich mit dem Produkt oder der Dienstleistung, die ich anbieten möchte, zu dem Preis, den ich mir so vorstelle, dass ich genug zahlungsfähige Kunden erreichen kann, die das Produkt auch tatsächlich kaufen, dafür Geld ausgeben, damit ich alle meine Kosten decken kann und dann vielleicht in einem Umfang, wie ich mir das wünsche oder vorstelle, Gewinne erwirtschafte. Und dann kann das Ganze vielleicht noch skalierbar sein. Haben Sie über Skalierbarkeit gesprochen in den letzten Tagen oder hat jeder eine Vorstellung davon, was das ist? Und das ist sehr sexy, wenn eine Geschäftsidee skalierbar ist. Mag jemand was sagen zum Thema Skalierbarkeit? Okay, dann versuche ich es und bitte um Korrektur, wenn Sie andere Vorstellungen haben davon. Skalierbar bedeutet im Grunde, dass ich zum Beispiel eine nette App mir entwickle und die programmiere und unabhängig von der Zahl der Kunden, die ich haben könnte, schaffe ich das mit einem ganz kleinen Personalstamm, die Idee groß zu machen. Also wenn ich eine nette App habe und ich habe 10 Kunden, dann brauche ich vielleicht die gleiche Anzahl an Mitarbeitern, mein Programmierer, der das alles einrichtet und zum Laufen bringt. Und dann habe ich irgendwann 1.000 oder 10.000 oder 100.000 oder 10 Millionen Kunden, muss mir ein bisschen Server Space irgendwo dazu buchen und kann das aber im Grunde mit sehr kleinem Personal weiter entwickeln und groß werden lassen. Das ist das, was man so unter Skalierbarkeit versteht. Und wenn Sie ein Beratungsunternehmen aufmachen beispielsweise, dann können Sie vielleicht 40 oder 60 Stunden in der Woche arbeiten und jeweils ein Unternehmen beraten. Vielleicht kann man da noch ein bisschen mehr machen, aber da stoßen Sie bei der Skalierbarkeit an Grenzen. Oder wenn Sie einen Friseursalon aufmachen, dann kann man das wahrscheinlich schön effizient machen und 5 Minuten pro Haarschnitt oder so, 12 Köpfe frisieren in einer Stunde, x Stunden die Woche, aber da stößt man an Grenzen. Aber wenn Sie eben was Digitales machen, ist es leichter, skalierbar, groß zu machen. Und das ist das, was für Investoren besonders attraktiv ist, diese Skalierbarkeit. Marion, bist du einverstanden mit meiner Definition? Ja. Ja, okay, danke. Gut, also das steckt so hinter dem ersten Punkt. Wie ist es mit dem Potenzial der Idee? Kann man sich das so grob vorstellen? Es ist schwer einzuschätzen. Jeder glaubt von seiner Idee wahrscheinlich, dass es die allerbeste Idee ist und natürlich genug Potenzial da ist, um davon gut leben zu können. Aber da muss man halt schauen, das ein bisschen zu objektivieren und zu gucken, wie man das Ganze griffig und vielleicht mit Zahlen belegen kann. Dann der nächste Punkt, Low Customer Acquisition Costs. Wie teuer ist es, Kunden zu gewinnen für meine Idee oder mein Produkt? Und das ist eine Frage, die ist auch nicht so einfach zu beantworten. Bei
vielen Ideen werden Sie aber im Internet nach Kunden suchen. Und da wäre eine Möglichkeit, sich Google AdWords zum Beispiel anzuschauen. Gibt es da jemanden, der Erfahrung hat auf dem Bereich? Ja, okay, dann dürfen Sie mir gleich ins Wort fallen. Aber grob wäre es so, dass man sich mit einem Google-Account bei Google AdWords anmelden kann. Dann kann man schon mal schauen nach den Suchbegriffen, die zu Ihrer jeweiligen Idee passen. Wie häufig werden die Suchbegriffe überhaupt recherchiert? Wie viele Menschen interessiert irgendwie die Fragestellung, die Sie vor Augen haben? Das kann man regional eingrenzen und hat dann vielleicht einen ersten Indikator, der einem sagt, ob es attraktiv sein könnte, sich mit dem Markt, mit dem Segment zu beschäftigen, weil man feststellt, da sind viele Leute, die Fragen haben und im Internet suchen nach Antworten oder Unternehmen, die Leistung anbieten zu dem, was sie vorhaben. Ja? Okay, das ist Google Trends. Genau, mit AdWords kann man dann auch mal gucken, wie teuer kostet überhaupt ein so ein Keyword. Genau, das wäre dann der nächste Punkt. Und je nachdem, in welchem Feld man tätig ist, wenn Sie überlegen, eine amerikanische oder eine Autoversicherung in Amerika irgendwie aufmachen zu wollen und Car Insurance in den USA irgendwie bewerben wollen, also Google AdWords funktioniert dann so, dass Sie ein bestimmtes Budget hinterlegen bei Google. Die Höhe ist eigentlich egal, aber pro Klick wird dann, wenn jemand eine Suchanfrage startet und Sie oben gelistet werden in der Trefferliste, dann wird Ihnen entsprechend etwas von Ihrem Budget abgebucht. Und wenn dann jemand eben auf die Liste oben klickt und dann Ihren Link anklickt zum Thema Car Insurance in den USA, dann sind Sie um den Betrag X ärmer und bei bestimmten Begriffen, wie diesem Beispiel, können das schon mal 20 oder 50 US-Dollar sein, die es kostet. Wenn einer draufklickt, weil Sie oben platziert sind in der Liste, dann haben Sie, nehmen wir mal, 20 Dollar ausgegeben dafür und jetzt ist der Kunde auf Ihrer Seite, Sie haben eine schöne Seite gestaltet und 20 Euro sind weg. Und wir sind hier bei dem zweiten Punkt, bei den Kosten für die Akquise von Kunden. Der ist auf unserer Internetseite, aber ist noch kein Kunde bei uns. Und jetzt klicken 100 Leute nach der Suche einer Autoversicherung auf unseren Link. Und wir haben 2.000 Euro ausgegeben. Und die große Frage, die wir alle nicht richtig beantworten können, aber vielleicht ein Gefühl haben oder entwickeln könnten, wie viele von den 100 Kunden kaufen dann bei uns oder schließen eine Autoversicherung bei uns ab? Hängt natürlich davon ab, wie preiswert wir sind, was wir für Leistungen anbieten. Aber um so ein Bauchgefühl zu entwickeln, was meinen Sie? 100 Besucher auf einer ganz gut programmierten Internetseite? Ja, halte ich für ganz realistisch. Ich weiß nicht, haben Sie irgendwie eine Studie oder sowas, Zahlen im Kopf, die Sie irgendwo gesehen haben? Nee, aber ich beschäftige mich ein bisschen mit Online-Shops und damit immer, wenn es dann um KPIs geht, so 3%, je nachdem, es ist abhängig, ich kann es nur eine Relation sagen, wie wichtig oder wie gut so ein KPI ist, deswegen 3-10%, je nachdem, wie viel User platzieren. Ja, okay, danke. Von dem, was ich gelesen hatte, ist es auch ein wichtiger Faktor, dass die Leute selten beim ersten Mal schon was kaufen, sondern wenn sie dann noch die Werbung haben, die dann auf den User-Mann auch zurückgetraced wird, dass man immer noch 20 Seiten später dann irgendwie immer noch die Werbung für diese Seite bekommt, dass man dann irgendwann beim fünften Mal vielleicht doch nochmal zurückgeht und sich das nochmal anders überlegt. Ja, und meinen Sie das oder wissen Sie das, ob das auch nochmal in Rechnung gestellt wird bei Google AdWords oder läuft das so mit und ist so ein Instrument, um die Nachhaltigkeit ein bisschen zu erhöhen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das noch extra bezahlen muss, aber ich habe das selber noch nicht gemacht. Ja. Ja. Ich glaube, aber erst einmal drauf drückt, kostet es was. Mhm. Okay. Auf jeden Fall sehen wir, wenn wir von dem optimistischen Fall ausgehen, dass vielleicht 10% der Kunden, was schon viel wäre, sich entscheiden, bei uns die Versicherung abzuschließen, dann kostet jeder Kunde 200 Dollar. Und das ist schon eine ganze Menge Geld, die wir irgendwie über die Lebenszeit oder über die Zugehörigkeit dieses Kunden zu unserem Unternehmen wieder erwirtschaften müssen, nur um die Akquisekosten wieder reinzuspielen. Da haben wir noch keinen Dollar oder Euro verdient an diesem Kunden. Und das ist eine ganz gute Möglichkeit, um über Google Trends oder Google AdWords vielleicht ein Gefühl dafür zu bekommen, wie einfach es ist, im Internet an Kunden zu kommen. Es wäre so ein Kanal, um das auszuprobieren. Dann haben wir den zweiten Punkt betrachtet und haben vielleicht festgestellt, wir haben im Prinzip eine gute Idee und die Akquisekosten sind nicht so wie in unserem Beispiel sehr hoch, sondern halten sich vielleicht in Grenzen, dass wir auch da sagen würden, grüne Ampel passt. Dann kommt die dritte Frage. Wenn wir erfolgreich sein könnten mit unserem
Geschäft, weil es tragfähig ist, weil die Akquisekosten für die Kunden relativ niedrig sind. Wie leicht oder schwer mag es dann für Wettbewerber sein, in den Markt einzutreten? Das wäre die dritte Frage. Und da muss man schauen, welche Barrieren man aufbauen kann, ob man über Lizenzen oder Patente oder Exklusivverträge sich so positionieren kann, dass es anderen Wettbewerbern schwerfällt, in den Markt einzutreten. Oder kann man sich so ein Image verschaffen, erarbeiten, dass man eine tolle Marke aufbaut, dass man damit eine Alleinstellung hat oder die aufbauen kann und dann durch regelmäßige Entwicklung, Weiterentwicklung des Produktes vielleicht dafür sorgt, dass man diese Alleinstellung behält. Das ist dieser dritte Aspekt, zu schauen, wie leicht es den Wettbewerbern fallen könnte, auch in den Markt einzusteigen. Und wenn man in allen drei Bereichen festgestellt hat, dass es lohnenswert und scheint zu funktionieren, dann könnte es attraktiv sein, die Dinge zu intensivieren und vielleicht zu verfolgen und tatsächlich umzusetzen. Das so als ein Gedankenbeispiel, wie man sich dem Einschätzen eines Geschäftsmodells nähern könnte. Gibt es dazu Fragen? Also auf das untere gehe ich jetzt nicht weiter ein. Es ergibt sich logisch daraus. Der vierte Punkt mag noch ganz interessant sein. Das passiert wohl in Unternehmen ganz häufig, wenn man eine der ersten drei Fragen mit Nein beantwortet und eigentlich sagen müsste, man lässt die Finger davon. Dann kommt aber die Frage oder die Aussage im Unternehmen, aber es ist total strategisch wichtig für uns und deswegen machen wir es trotzdem. Dann kann man sagen, naja, okay, macht ihr halt, aber vernünftig ist es dann möglicherweise nicht. So, der zweite Anlauf ist eine Break-Even- oder Gewinnschwellen-Analyse. Hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, im Studium, was auch immer Sie studieren, vermute ich, das dürfte so Basiswissen sein. Vereinfacht die Zusammenhänge, aber ist für den ersten Wurf vielleicht ganz gut. Was haben wir hier unten? Auf der Abszisse haben wir die Produktionsmengen, also die Herstellmengen oder die Einheiten von Dienstleistungen, die wir vielleicht verkaufen könnten. Wir haben hier hinten eine Kapazitätsgrenze, also mehr können wir mit den Maschinen oder Mitarbeitern, wo auch immer die beschränkende Restriktion ist, nicht herstellen. Und wir haben auf der Ordinate die Umsätze oder Erlöse und die Kosten. Und haben hier einen ganz spannenden Schnittpunkt. Einerseits unsere Umsatzkurve, für die Erlöse steht hier ein E dran. Und dann haben wir die Kostenkurve, die beginnt hier oben. Das ist der Fixkostensockel, in dem die Kostenkurve startet. Verläuft flacher als die Umsatzkurve und irgendwo haben wir hier einen Schnittpunkt der beiden. Und das ist der Schnittpunkt im Bereich der Break-Even-Menge. Also genau an dieser Stelle durchbrechen wir erreichen wir erstmalig einen Gewinn mit dem, was wir machen. Wir haben hier vorne einen Verlust immer in der Höhe des Abstandes dieser beiden Geraden und ab dem Punkt verläuft die Umsatzkurve über der Kostenkurve hier hinten und wir erreichen einen Gewinn, den wir erzielen. Und wenn man jetzt in die Fixkosten, alle Kosten, die wir für Maschinen und Gebäude haben und Personal, das wir vielleicht fest einstellen, dass wir mengenunabhängig bezahlen müssen, all diese Dinge in dem Fixkostensockel zusammenfasst und dann als Steigung der Kosten die variablen Kosten nimmt, das sind also die Kosten, die mit der Produktion jeder einzelnen Mengeneinheit zusammenhängen, wie Materialkosten zum Beispiel. Und wenn Sie für die Fertigung noch extra Personal beschäftigen, das dann auftragsweise für jede Fertigung, Montage von irgendwas bezahlt wird, dann wären das auch variable Kosten und alles andere steckt hier in diesen fixen Kosten. Und irgendwo kommen wir dann zu unserer Menge, die wir grafisch oder rechnerisch bestimmen können und stellen dann fest, dass wir 10.000 Einheiten verkaufen müssten, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Und jetzt stellt sich die Frage, 10.000 liegt so im Rahmen unserer Möglichkeiten, weil es unterhalb der Kapazitätsgrenze ist, könnten wir also irgendwie hinkriegen. Aber ist 10.000 realistisch? Was ist das für eine Zahl für uns? Haben wir einen ganz kleinen Markt vor Augen, der vielleicht nur so 100 Kunden umfasst und 10.000 ist total illusorisch? Oder haben wir etwas, was sich an Endkunden richtet, was irgendwas mit Smartphone-Nutzern zu tun hat? Dann wären 10.000 relativ wenig. Da könnte man sich dann überlegen, mit welchen Marketingmaßnahmen, die hier irgendwie auch kostenmäßig dann erfasst werden müssten und vielleicht, wenn man sich eine andere Marketingstrategie überlegt, auch zu einer Verschiebung der Kostenkurve führen würde, kann ich das realistisch bewerten, kann ich realistisch erreichen, diese 10.000 Kunden, die ich haben müsste, damit das Ganze tragfähig ist, kann ich die realisieren. Das ist die nächste Möglichkeit, sich dem Ganzen anzunähern.
Wenn es Fragen geben sollte dazu, irgendwas, was nicht klar geworden ist, fallen Sie mir bitte ins Wort. Darf ich dem entnehmen, dass es so einigermaßen nachvollziehbar war? Rechnerisch kann man das so nachvollziehen. Wir haben den Gewinn, den berechnen wir aus dem Umsatz, abzüglich der Kosten, die wir haben. Und wenn wir wissen wollen, an welchem Punkt wir gerade 0 Euro Gewinn machen, dann würde hier eine 0 stehen und dann ergibt sich daraus, dass Erlös gleich Kosten ist und dann kann man ein bisschen rumrechnen und die Menge auch bestimmen. Okay. Das so als erste Näherung und jetzt werde ich das Ganze gleich noch ein bisschen komplexer machen, ein bisschen detaillieren. Möchte aber erstmal mit Ihnen diskutieren die Frage, wo kann denn überhaupt das Geld herkommen? Welche Finanzierungsformen sind möglich, um ein Startup auf die Beine zu stellen? Man könnte zu Herrn Müller von der WTSH gehen und sich da einen Sack Geld holen. Immer eine gute Idee. Eigenkapital. Eine sehr schöne Möglichkeit, genau. Ja, auch Eigenkapital, Crowdfunding, aber es könnte noch mehr geben. Ja, man kann private Investoren irgendwie zusammentrommeln. Mhm. Ja, in unterschiedlicher Form, ja. Aber genau. Oder schon Einkommen durch eigenes Unternehmen oder durch eine andere Art von Nebentätigkeit. Ja, dass man noch einer regelmäßigen Tätigkeit im Angestelltenverhältnis nachgeht beispielsweise und dann nach Feierabend dann sich um das neue Business kümmert. Also es lässt sich, um so ein ganz klein bisschen Theorie zu machen, aber das mache ich ganz kurz, könnte man so eine Zweiteilung vornehmen. Man könnte einerseits sagen, Strategy follows Finance, der Geldtopf ist begrenzt und die Strategie, die ich umsetzen muss, muss mit dem Geld auskommen, das zur Verfügung steht. Das dürfte so der Standardfall sein. Heißt dann strategiebestimmende Gründungsfinanzierung und der andere Fall, wenn wir ganz großes Glück haben und vielleicht eine besonders tolle Idee, kommt sicherlich nicht so häufig vor, Finance follows Strategy. Wir können aus dem vollen Schwelgen eine Strategie ausarbeiten, was wir alles bräuchten und die Idee ist so gut oder wir haben irgendwelche arabischen Scheichs, die an uns glauben und sagen, Geld spielt keine Rolle. Ich vertraue dir und setze das so um, dass wir den maximalen Erfolg haben. Das wäre dann die strategieerfüllende Gründungsfinanzierung. Aber das so als Unterscheidung nur quasi, dass man so ein Raster hat und dann gibt es unterschiedliche Finanzierungsformen. Hier oben ist mit gar keinem Geld oder wenig fremdem Geld und hier unten wird es immer kostspieliger. Da kommen wir in den Bereich, wo Finance die Finanzen der Strategie folgen, heißt dann auch Big Money Model. Und hier oben gibt es dann ganz romantische Bezeichnungen für die einzelnen Finanzierungsformen. Sweat Equity zum Beispiel, das ist so im Schweiße seines Angesichts, wenn Sie ohne sich selbst zu honorieren, quasi an der Werkbank stehen und an ihrem Produkt arbeiten oder das Moonlighting, das ist der Fall, sie sind vielleicht tagsüber angestellt, beschäftigt und stellen sich dann abends, wenn der Mond scheint, an ihre Werkbank und arbeiten da nochmal 8 Stunden an ihrer Idee oder programmieren. Aber Moonlighting hört sich dann irgendwie besser an als Selbstausbeutung oder dergleichen. Gut, dann Anzahlungen, dass Sie vielleicht Kunden überzeugen von Ihren Ideen und die sagen, ich zahle Ihnen schon mal ein bisschen Geld hier für die Entwicklung meines VR-Projektes, gibt schon mal 10.000 Euro, damit das alles anlaufen kann und dann werden Termine ausgemacht, wann die Lieferung zu erfolgen hat und dann wird, wenn alles gut geht, entsprechend dann zu der Zeit die Leistung ausgeliefert an den Kunden. Und dann gibt es die Möglichkeit, ein Gründerkapital zu bekommen. Family and Friends Capital, manchmal kommt da noch ein F dazu, Family, Friends and Fools, die irgendwie an Sie glauben und Ihnen irgendwie Geld zur Verfügung stellen. Und dann, wenn es hier so in das große Geschäft geht, dann können wir IPO, vielleicht eine Aktienemission, Börsengang oder sowas planen mit unserem Unternehmen und da sehr viel Geld einnehmen. Das als Raster und als Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und auf der linken Seite steht auch noch was von Crowdfunding. Das ist ja eben auch schon genannt worden. So, jetzt wollte ich als nächstes dieses zeigen. Das ist ein Poster, das liegt hier vorne, hängt da auch an der linken Seite, ist aber nicht so groß, dass man es vernünftig lesen kann aus Ihrer Position. Deswegen versuche ich das hier so in Teilen nochmal. Hier vorne sind weitere Exemplare, also es sind unterschiedliche Felder auf dieser Finanzübersicht, die ich jetzt kurz mit Ihnen anschauen möchte, was da so passiert.
hier vorne dann zum Abholen für später, sind einige Exemplare da. Also ich fange unten an auf dem Poster zur Orientierung in dem Bereich. Hier steht was von Preisgerüst und Mengengerüst und das Ganze resultiert in Umsatzerlösen. Also Sie überlegen sich für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung einen Preis, den Sie dafür fordern können und müssen irgendwie ein Gefühl dafür entwickeln, welche Mengen, welche Zahlen Ihrer Produkte oder Dienstleistungen können Sie zu dem Preis verkaufen. Dann haben wir als Preis mal Menge einen Umsatz, den wir damit erzielen können. Das sind leider die einzigen Einnahmen. Wir haben relativ viele Felder gesehen insgesamt auf dem Poster, aber hier unten ist das Einzige, was sich irgendwie positiv auswirkt, wo wir Geld verdienen. Also Preis mal Menge. Ist schwer einzuschätzen, weil niemand weiß, wie viele Personen ihre Produkte oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Aber da gilt es dann halt, vernünftige Hypothesen zu testen oder ein gutes MVP, ist schon gefallen wahrscheinlich die Bezeichnung, ne? Minimum Viable Product, ein einfaches Produkt zu haben, das schon mal zu testen und vielleicht tatsächlich an den Kunden schon oder an Kunden zu verkaufen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob der Preis gut gewählt ist und wie viele Kunden vielleicht in Frage kommen könnten. Gut, dann sind wir bei den Umsatzerlösen. Und jetzt müssen wir schauen, was wir mit den Umsatzerlösen, mit unseren Einnahmen alles machen können und müssen. Einerseits, der Punkt kam vorhin auch schon, müssen Sie irgendwie Ihren Unternehmerlohn erwirtschaften. Nennen wir es Lebenshaltungskosten. Sie müssen Ihre Miete bezahlen, Sie müssen sich Kleidung und Essen kaufen, Sie sollten vielleicht ein paar Versicherungen haben, eine Krankenversicherung wäre nicht schlecht, sowas wie eine Rentenversicherung oder ein privater Vorsorgeplan, denn da beschubsen sich viele auch selbst, indem sie denken, wird schon klappen mit der Selbstständigkeit, ich arbeite erstmal fleißig und denke gar nicht so an meine Altersvorsorge. Sowas könnte da auch berücksichtigt sein und das ist alles hier in diesem Punkt zum Unternehmerlohn. Aus unseren Umsätzen müssen wir sehen, dass wir Geld für uns selbst erwirtschaften, um zumindest unser Überleben zu sichern. So, und jetzt steigen wir mal oben rechts ein, hier beim Betriebsaufwand. Dort tauchen all die Dinge auf, die wir benötigen, wenn wir unser Unternehmen aufgebaut haben. Angenommen, wir haben irgendwo ein kleines Geschäft und verkaufen dort unsere Produkte und müssen jeden Monat ein bisschen Personal bezahlen, müssen Miete bezahlen, müssen die IT-Infrastruktur bezahlen, ein paar Versicherungen, müssen für Wärme, Wasser, solche Dinge sorgen. Und das fällt alles unter die Rubrik Betriebsaufwand. Und der Betriebsaufwand muss auch über die Umsätze, die wir erwirtschaften, gedeckt werden. Das ist also die nächste Position. Das Ganze fällt aber nicht vom Himmel, sondern braucht eine gewisse Anlauf- und Vorbereitungszeit. Und deswegen haben wir hier oben noch links Gründungskosten. Die sind mit dem tatsächlichen Einrichten Ihres Unternehmens verbunden. Wenn Sie Beratung brauchen oder Anmeldung oder zum Notar gehen müssen oder ins Handelsregister eingetragen werden wollen oder müssen, all die Kosten stecken hier hinter den Gründungskosten. Die müssen berücksichtigt werden, dann brauchen wir vielleicht unterschiedliche Investitionsgüter, Anlagen, Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge, die wir kaufen müssen, damit das alles funktioniert, was wir uns vorgestellt haben. Das sind also auch relativ hohe Kosten bei einigen Produkt- oder Dienstleistungsideen, die auch erstmal bewegt werden müssen, Investitionen, die getätigt werden müssen, bevor wir den ersten Euro verdient haben. Und dann haben wir vielleicht zu allem Übel noch eine Einrichtungsphase, dass wir ein paar Monate brauchen, um unseren Betrieb aufzubauen. Zeit, in der wir Miete zahlen, Personal vielleicht schon haben, aber noch keine Produkte verkauft haben. Und all diese Kostenpositionen müssen wir aus unseren Umsatz erlösen, die dann hoffentlich irgendwann kommen. Hier unten, genau, hier haben wir das Preis- und Mengengerüst gehabt, erreichen hier unsere Umsatzerlöse und müssen den Betriebsaufwand, die Gründungskosten, die Kosten der Anlaufphase und die Investitionskosten für Maschinen, Gebäude, Fahrzeuge, alles decken aus diesen Umsatzerlösen. Ist die Grundstruktur verständlich? Gut. Dann habe ich jetzt noch ein Beispiel in Excel mitgebracht, nicht um Sie abzuschrecken, sondern um Ihnen zu zeigen, wie das vielleicht aussehen könnte oder müsste, wenn Sie setzen wollen und vielleicht irgendwie Kapital von der Bank haben wollen, Kredit von der Bank oder einen Investor überzeugen wollen, der wird immer einen Businessplan mit einem ausgearbeiteten Finanzteil sehen wollen. Und an dieser Stelle ist es, glaube ich, geboten, auf
das Excel-Tool der Kiwi hinzuweisen. Also ich habe hier nicht das tollste Excel-Tool, sondern die Kiwi hat das. Ja, ist hier zu beziehen. Ne? Aber ich erzähle das hier mal in meinem rudimentären Excel-Tabellchen. Also, ein paar Dinge. Ich nehme auch gerne Kritik auf, dass es nicht realistisch ist, was ich zeige, aber ich will mal so grob den Rahmen abstecken dessen, was man einreichen sollte, wenn man einen Investor überzeugen möchte oder eine Bank. Das geht mit dem Kapitalbedarf los. Ich habe jetzt als Beispiel einen Fall gewählt, dass ich eine Kunstgalerie in der Dänischen Straße in Kiel eröffnen möchte. Eine Galerie irgendwo im ersten Stock in der Dänischen Straße. Dort möchte ich ansprechende Kunst verkaufen und muss diese Galerie hübsch einrichten. Habe dann ein paar Investitionskosten, brauche ein kleines Fahrzeug, mit dem ich die Kunstwerke hin und her fahren kann. Da ist einiges zu machen. Und zu investieren ist in so ein bisschen IT-Infrastruktur, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Ob ich noch einen Kopierer extra haben muss, ist dahingestellt. Dann habe ich hier so einen kleinen VW Caddy, den ich einsetze. Da habe ich nach einem realistischen Preis gefahndet, irgendwie bei mobile.de oder so. Dann will ich meinen Laden ein bisschen aufpeppen. Ich muss die Ladenfronten umgestalten. Das soll hochwertig gemacht werden. Da habe ich einen Betrag angesetzt. Das sind alles Nettobeträge hier. Ich will ein hochwertiges Regalsystem haben und ein Beleuchtungssystem, damit die Kunst schön in Szene gesetzt wird. Dann brauche ich irgendwie eine nette Atmosphäre, um mit den Kunden, die vielleicht Kunst kaufen möchten, bei mir ins Gespräch zu kommen. Da habe ich dann so an Designklassiker, sowas Antikes oder was Gebrauchtes aus den 60er oder 70ern gedacht. Das ist auch kostspielig. Und dann hätte ich gerne noch einen schönen Schreibtisch und einen coolen Schreibtischstuhl, damit das Ganze so, wenn ich Holzparkett und dann fluffig dekoriert das Ganze und es muss einen guten Eindruck machen. Und ganz wichtig ist mir auch die Espressomaschine, eine hochwertige Espressomaschine. Dieser Duft von Kaffee, glaube ich, der kann sich sehr positiv auf die Geschäftsabschlüsse auswirken. Aber was auch immer, ist nur ein Beispiel dafür, dass man sich überlegen muss, was brauche ich vorher, welche Investitionen sind zu tätigen, wenn ich irgendwie einen Laden einrichte, was muss ich da alles machen, wie viel Geld kostet das, damit ich irgendwie in Schwung komme. Wieso natürlich Nettokosten? Also wieso sind da nur Nettokosten abgeschrieben? Weil ich die Mehrwertsteuer nachher in meiner abschließenden Tabelle verwurschtel. Also wir müssen natürlich jederzeit an die Mehrwertsteuer denken, aber das ist hier bei den Übersichten aus meiner Sicht nicht unüblich, die Mehrwertsteuer rauszulassen, weil ich auch hier meine Abschreibung gleich betrachte. Und das mache ich auf die Nettobeträge. Okay, also das so als Hintergrund dazu. Ich möchte meinen Laden irgendwie schön gestalten, um damit erfolgreich sein zu können. Das ist der erste große Investitionsbereich. Dann, da ich nichts produziere, brauche ich weder Rohhilfs- noch Betriebsstoffe, habe auch kein Warenlager, das dort entsteht. Ich habe nur die Kunstwerke der Künstler, die bei mir verkauft werden. Habe dann noch einige Gründungskosten, die sich hier insgesamt auf 4.500 Euro belaufen. Das ist also nicht so eine wahnsinnig kostspielige Sache. Hier oben bei den Investitionskosten bin ich auf knapp 37.000 Euro gekommen. Das ist also der größte Teil. Insgesamt kostet mich der Spaß an Investitionen 41.000 Euro. Angenommen. Für den Fall der exklusiven Galerie in der Dänischen Straße. Gut, dann schaut mal als nächstes, wie viel Geld bringe ich denn mit? So, habe ich mal geguckt, was ich für ein Barvermögen habe. In meinem Portemonnaie darf ich jetzt nicht ran, weil sonst das Mikro irgendwie zuckelt. Habe ich 2.000 Euro im Portemonnaie. 5.000 Euro auf der Bank, naja. Bausparverträge, da war jetzt gerade dieses Urteil vom BGH. Ne? Da muss ich gucken, was ich mit meinem Bausparvertrag noch so machen kann. Naja, und dann kenne ich noch ein paar private Dritte, die mir dann 5.000 Euro zusammen zur Verfügung stellen. Also 24.500 Euro bringe ich mit. Dann komme ich irgendwie auf ein Minus, eine Unterdeckung von 17.000 Euro. Muss ich erstmal im Kopf haben, dass ich mindestens 17.000 Euro noch haben muss, um meine Investitionen zu regeln. Da habe ich aber noch vielleicht vergessen, dass ich in der Anlaufphase meiner Galerie, wenn ich die öffne, aufmache, dass ich nicht gleich Umsätze in der Höhe mache, wie ich mir das vorstelle, sondern diese Anlaufphase überbrücken muss. Das heißt, das Defizit wird vermutlich noch größer werden und muss dann vielleicht über einen Kredit oder wie auch immer ausgeglichen werden. Das sehen wir nachher in der Liquiditätsplanung. Ganz kurz, auf Anlagegüter, die Anlagegüter können abgeschrieben werden. Das sind Absetzungen für Abnutzung. Da gibt es beim Bundesfinanzministerium so Tabellen, die unterteilen Güter in unterschiedliche Kategorien, so Einrichtungen, die werden über 13 Jahre abgeschrieben, Fahrzeug über 5 oder 6 Jahre
IT, alles was mit Computern, Smartphones zu tun hat, so für 3 Jahre. Und davon abhängig habe ich meine Beträge in einzelne Teile untergliedert und kann dann sehen, welche Abschreibung ich jeden Monat ansetzen kann. Und das sind 450 Euro ungefähr, die ich quasi als kalkulatorische Kosten anrechnen kann dafür, dass ich meine Maschinen abnutzen im Laufe der Zeit. Mein Schreibtischstuhl, der wird abgenutzt, wenn ich da drauf rumschubbere. Die Espressomaschine, die wird langsam verkalken und geht nicht auf einen Schlag kaputt, aber kann ich dann im Laufe der Zeit ein bisschen was von den Anschaffungskosten abschreiben. Das ist also auch eine wichtige Zahl. Und dann nähern wir uns dem großen Finale. Was auch wichtig ist, dass man so eine Übersicht über Eigenmittel und Fremdmittel hat, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wie solide ist ein Unternehmen finanziell aufgestellt. Hier ist jetzt schon verraten zu erkennen, dass ich nachher ein Bankdarlehen in Höhe von 40.000 Euro brauchen werde. Das ergibt sich aus der letzten Tabelle, die ich zeige. 24.500 habe ich mitgebracht, da kann man die Relationen ausrechnen. Und ich habe ein Eigenkapital von 38% und Fremdkapital 62%. Das ist, glaube ich, noch ganz okay. Ist nur ein Indikator. Wenn Sie 5% Eigenkapital und 95% Fremdkapital haben, dann ist es wahrscheinlich unsicherer, Ihr Unternehmen, als wenn Sie irgendwie 40-60 Eigenkapital zu Fremdkapital mitbringen. So, und jetzt kommt der Bereich der betrieblichen Kosten. Das war das, was hier auf diesem Poster rechts oben zu sehen war. Das sind quasi die Kosten, die jeden Monat im Betrieb meines Unternehmens anfallen. Und das wird auch sehr unterschiedlich sein, aber bei meiner Galerie habe ich hier unterschiedliche Positionen wie Miete und Mietnebenkosten. Wenn Sie einen Laden irgendwo betreiben, wird das auf jeden Fall anfallen. Ich habe hier Marketingkosten, wird wahrscheinlich auch alle irgendwie treffen. Marketing und Vertrieb könnte das sein, wenn Sie viel unterwegs sind, viele Kunden vor Ort besuchen, Reisekosten, Leasingraten, je nachdem, ob Sie ein Fahrzeug brauchen, wie Sie das finanzieren, haben Sie da eine Leasingrate. Ich habe Anschaffungskosten von 11.000 Euro oder sowas für ein Auto gehabt, laufende Fahrzeugkosten beispielsweise, Reparaturen, Instandhaltung, Bewirtungskosten. Das ist mein teurer Espresso-Café, den ich meinen Kunden anbieten möchte. Da habe ich schon mal 100 Euro pro Monat veranschlagt. Fortbildung schadet auch nicht, ne, dass man so auf Höhe der Zeit bleibt. Büromaterial, Kommunikation, Porto. Dann habe ich hier in dem Fall Transport von Kunstwerken. Das muss alles irgendwie fachgerecht passieren. Dann habe ich ein bisschen Buchführungskosten, sogar an die Kosten des Zahlungsverkehrs habe ich gedacht, dass ich dann die Kosten meines Bankkontos berücksichtige und betriebliche Versicherung und Beiträge für die Berufsgenossenschaft für meinen Angestellten. Und da kommen wir monatlich in diesem Konstrukt auf 4.000 Euro und aufs Jahr hochgerechnet habe ich die monatlichen Kosten aggregiert über 12 Monate von 48.000 Euro, die ich auch über die Umsätze erwirtschaften muss. So, und letzte Tabelle. Das ist dann eine Rentabilitäts- und Liquiditätsvorschau, die auch aus dem Reich der Fantasie kommt, was die Einnahmen anbelangt. Das ist der ganz schwierige Punkt. Die Kosten lassen sich meistens, wenn man etwas routiniert ist und sich Gedanken macht, welche Kostenpositionen eintreten können, ganz gut kalkulieren, weil Sie ein Gefühl dafür haben, was ein Mitarbeiter vielleicht kostet, weil Sie ein Gefühl dafür haben, wie hoch die Miete sein könnte. Aber wenn es darum geht, einzuschätzen, wie viele Produkte oder Dienstleistungen Sie verkaufen, dann wird erst die Zukunft zeigen, ob Sie da realistisch geplant haben. Bei den Betriebseinnahmen, das ist das, was ich erwirtschafte mit meiner Galerie für 2017. Ich bin also kurz vor der Eröffnung. Januar, Februar wird fleißig umgebaut bei mir im Laden und am 1. März soll es losgehen. Dann habe ich hier irgendwelche Netto-Umsätze, wieder mal netto. Ich will hochwertige Kunst verkaufen, könnte ich Ihnen jetzt eine Geschichte erzählen, glauben Sie mir eh nicht. Die entwickeln sich, die Einnahmen, jeden Monat irgendwie 500 Euro mehr. Dann habe ich auch daran gedacht, dass hier im Juli und August saure Gurkenzeit ist, weil die Leute im Urlaub sind. Da kaufen sie weniger Kunst bei mir und danach geht es dann aufstrebend weiter. Dazu kommt Umsatzsteuer, dann habe ich hier Gesamteinnahmen, aber die Umsatzsteuer werde ich dann abzüglich der Vorsteuer, das ist die Umsatzsteuer, die ich auf Leistungen zahle, die ich in Anspruch nehme, aber da werde ich den Teil weitergeben müssen. Das sind so durchlaufende Steuern. Aber hier habe ich in der Zeile dann erstmal die Einnahmen, die ich möglicherweise erwirtschafte, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle.
Dann die Ausgaben, die sich aus dem ergeben, was wir vorher gesehen haben. Die Abschreibungen, das waren so die Abnutzungen für meine Anlagegüter, dass ich das Display meines Smartphones langsam durchschubbere mit meinen Daumen. Ne? Nach 3 Jahren bin ich dann durchs Glas und brauche ein neues Smartphone. Personalkosten, im Januar habe ich das alles noch alleine gemacht und jetzt seit 1. Februar habe ich eine Mitarbeiterin, die kriegt irgendwie 1.600 Euro plus Nebenkosten, nochmal 900 Euro, stehen hier 2.500 in der Liste. Material, Waren brauche ich nicht. Die betrieblichen Kosten, hatten wir eben gesehen, waren 4.000 Euro pro Monat. Vorsteuer zahle ich dann auf 3/4, das ist die Annahme hier der monatlichen Ausgaben. Und dann habe ich jetzt hier schon die Position der Zinsen und das ist schon Teil des Geheimnisses, das ich eben schon gelüftet habe, denn ich brauche einen Betriebsmittelkredit hier unten in Höhe von 40.000 Euro, das ergibt sich aus dieser Tabelle, damit ich meine Liquidität erhalte. Die effektive Liquidität, das heißt die Zahlungsfähigkeit, ist in der letzten Zeile zu sehen. Ein ganz großes Risiko ist es, dass Sie irgendwann Ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können und deswegen pleite gehen. Das heißt, Sie müssen immer liquide sein, Barvermögen, Bankguthaben muss immer im positiven Bereich sein, wenn eine neue Rechnung eintrudelt, dass Sie die bezahlen können. Und ich habe jetzt hier nur einen relativ kleinen Puffer, denn die kleinste Zahl ist hier entscheidend. Minus wäre blöd, das wäre dann möglicherweise die Insolvenz Ihres Unternehmens. Und ich habe hier gerade so 3.000 Euro an Puffer, die ich an Liquidität erhalte, bei den angenommenen Zahlen hier oben. Das ist ja auch fragwürdig. Das heißt, es wäre da eine höhere Reserve möglicherweise lohnenswert. Und das Ganze kann ich steuern über diesen Betriebsmittelkredit, also den Bankkredit. Wenn ich da 50.000 aufgenommen hätte, hätte ich hier unten auch 10.000 Euro mehr Reserve. Also, das steckt dahinter. Ich hatte oben meine Einnahmen, habe dann hier die Summe der Ausgaben in dieser Zeile, kann daraus das Saldo bilden, das heißt ein Betriebsergebnis in den einzelnen Monaten. Da ich im ersten Monat Januar nichts verkauft habe, aber 5.220 Euro an monatlichen Kosten hatte, habe ich da das entsprechende Defizit. Dann habe ich meine Einlagen hier eingebracht, das zahle ich im Januar in mein Unternehmen ein, den Bankkredit ebenfalls. Dann nehme ich schon einen Teil der Umbauarbeiten im Januar vor, da habe ich diese 40.000 oder 41.000 Euro, die ich hatte, habe ich so in 2 Teile verteilt. Die Hälfte zahle ich im Januar und mache die entsprechenden Arbeiten, die andere Hälfte im Februar. Daher die Ausgaben in dieser Höhe mit den entsprechenden Steuerbeträgen, Umsatzsteuerbeträgen und meine Privatentnahme, darüber hatten wir auch schon gesprochen. Ich muss auch Geld fürs Leben haben, für meine private Miete, für Essen, Kleidung und so weiter. Das sind die Privatentnahmen in Höhe von 2.000 Euro, die hier abfließen. Und dann habe ich am Ende des Januars noch 33.000 Euro im Portemonnaie oder insgesamt an Kapital zur Verfügung. Im nächsten Monat habe ich wieder keine Einnahmen, wieder recht hohe Betriebskosten und ich investiere hier noch weiter und habe dann diese 3.200 Euro noch übrig. Und danach mache ich meine ersten Umsätze, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und von da an wachsen die liquiden Bestände in meinem Unternehmen wieder an. Und dann kann ich habe ja diese 40.000 Euro an Kredit aufgenommen und die Zahlungsmodalitäten sind so, dass ich am Jahresende jeweils 10.000 Euro zurückzahle und dann Zinsen von 6%, die monatlich verteilt sind. Und nach 4 Jahren hätte ich dann die 40.000 Euro zurückgezahlt. Das nur so als ein mehr oder weniger realistisches Beispiel, aber sowas würde erwartet werden, wenn Sie irgendwo einen Businessplan einreichen, dass für 3 Jahre in dieser Detaillierung oder vielleicht für die Jahre 2 und 3 dann quartalsweise, aber so in der Art, glaube ich, könnte das, je nachdem, wie Sie Ihr Business ausführen, aussehen, um all das, was Sie im ersten Teil des Businessplans so qualitativ dargestellt haben, wo Sie argumentiert haben, welches Produkt, mit welchem Kundennutzen Sie verkaufen, mit welchem Marketing, für welche Zielgruppe, wie Sie wann alles realisieren wollen, all das dokumentiert sich in dem Finanzplan, in diesem Rentabilitäts- und Liquiditätsplan, den Sie aufstellen sollten. Und auf der Basis wird dann der Banker oder der Investor oder ein Partner, den Sie überzeugen wollen, entscheiden, ob er an Ihr Unternehmen glaubt und das für realistisch hält. Sie hatten eine Frage. Ja, sind die eigenen Lebenshaltungskosten da auch irgendwo mit
Die habe ich hier bei den Privatentnahmen hier unten. Genau, also 2000, wie auch immer das ist, kann bei Ihnen auch, vielleicht sind Sie genügsam und sind mit 1000 Euro zufrieden, aber da sollte man halt auch realistisch überlegen, wie viel brauche ich tatsächlich, um mein Leben so weiter aufrechtzuerhalten, wie ich das bisher gemacht habe. Ja, das als kleiner Abriss. Also man kann erstmal das noch rekapitulieren von Alexander Graf, was dieses Entscheidungsbaummodell, da hatten wir drei Punkte diskutiert. Ist das Unternehmen ist überhaupt wert? Die Idee ist wert, hat sie Potenzial, Gewinne zu erwirtschaften. Die Akquisekosten für Kunden hatten wir uns da angeschaut und die Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die Geschäftsidee sinnvoll umsetzbar ist, ob es realistisch und ertragreich ist. Dann haben wir einen kurzen Blick auf die Break-Even-Analyse geworfen. Und da hat man quasi diese ganze zeitliche Betrachtung, alles, was ich jetzt hier auf einzelne Monate oder Jahre verteilt habe, das ist in der Break-Even-Analyse auf einen Punkt, auf den Anfangsinvestitionspunkt quasi zusammengedampft, weil die kompletten Investitionen, die 41.000, die ich hier hätte, die würden dann als fixe Kosten dort auftauchen und werden auch irgendwie erfasst, aber kein realistisches Bild, weil es eben nicht die steuerlichen und finanzlichen detaillierten Konsequenzen abbilden würde. Und dieses hier als Eindruck, nicht um Sie zu erschrecken oder abzuschrecken womöglich, sondern einfach um mal zu zeigen, in welchem Detaillierungsgrad das Ganze vielleicht irgendwann mal verschriftlicht werden müsste. Und das muss nicht realistisch sein, ist es wahrscheinlich auch nicht. Das ist auch eine Frage, die wir häufig mit Gründern diskutieren, wenn wir hier Veranstaltungen machen. Für wie wichtig haltet ihr denn einen Businessplan? Das sind immer so die Fragen. Und die einen sagen, blöder Businessplan, reicht so eine DIN A4-Seite, da ein paar Zahlen aufzuschreiben. Aber andere finden den Businessplan dann besser und sinnvoll. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall ein gutes Instrument, um sich Gedanken zu machen, ob die Idee tragfähig ist und funktionieren kann, dass die konkreten Zahlen anders ausfallen werden, gerade bei den Erlösen, als es hier kalkuliert ist. Das sollte jedem klar sein, aber das lässt sich ja dann auch anpassen und nachjustieren. Und bei den Kosten sollte es einigermaßen klappen, wenn Sie Ihre Hausaufgaben gut machen und sich genau überlegen, was ist alles realistisch notwendig, um das Geschäft so aufzubauen, wie Sie sich das vorgestellt haben.